Eine kleine Anmerkung. Ich zeige dir in meinen Videos nur, was ich vorher mache, also den Aufbau der Instrumente, die Instrumente selber. Ich erzähle dir was zum Thema und dem Ablauf und wie das so alles gestaltet wird. Aber ich zeige dir nichts, was während des Unterrichts stattfindet. Also ich darf ja nicht filmen und nicht fotografieren im Unterricht. Ich kann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen eine Tonaufnahme dabei machen, dass du das wenigstens hören kannst, wie es klingt. Aber ich darf nicht die Kinder filmen oder fotografieren und ich bin ja auch beschäftigt. Ich kann auch nicht mit der Kamera rumhantieren. Also nur, dass du nicht enttäuscht bist, wenn du dann am Ende des Videos, wenn der Unterricht eigentlich losgeht, nicht mehr dabei sein kannst. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß damit.